Sie wurden für einen verdeckten Einsatz des Sondereinsatzkommandos ausgewählt. In Zusammenarbeit mit dem galaktischen, terranisch-vasudanischen Nachrichtendienst, GTVN. Unser Hauptziel ist es, der Allianz genaue und umfassende Informationen über die Taktik, Technologie, Aktivitäten und strategischen Ziele aller Kräfte zu liefern, die der GTVA feindlich gesonnen sind. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Free Space 2. Ja, gucken wir mal, was die uns weiterhin erzählen. Wir haben uns ja mal wieder für eine Karriere beim SEK, also beim Sondereinsatzkommando, entschieden. Beziehungsweise das, was wir angefangen haben, weiterzuführen. Mal sehen, was draus wird. Um 4.37 Uhr fingen unsere Aufklärer eine verschlüsselte Nachricht von Lieutenant Commander Snipes auf. Sein Schiff, die NTT Graal, driftet hilflos in einer von Shivanern überlaufenen Gegend des Nebelgebietes. Es kann dort nicht mehr lange überleben. Die Graal war an der NTC Alexandria angedockt, als dieser Kreuzer unsere Blockade am Knossos-Portal in Gamma Draconis durchbrach. Den Lieutenant Commander Snipes müssten wir doch kennen. Meine ich zumindest. Ich habe ein Namensgedächtnis, das ist wirklich grauenhaft. Aber ich meine, den Namen in Erinnerung zu haben, und ich meine, dass er früher mit uns in Zusammenarbeit schon mal beim GT... Nee, beim... Ist ja auch egal, beim Nachrichtendienst war. Hier ein Teil seiner Übertragung. Wir haben die Mitteilung bearbeitet, damit sie besser verständlich ist. Granitberg, hier schwarze Traube. Er bitte sofortige Abholung. Maschine und Sprungantrieb außer Funktion. Position Delta 429 zu 372. Setze Pharos-Bojen aus, um Suche zu erleichtern. Starke shivanische Verbände und schwere EM-Stürme in der Umgebung. Überleben ziemlich unwahrscheinlich. Wie Sie wissen, befinden sich die alliierten Truppen auf dem Rückzug nach Gamma Draconis. Daher gibt es so gut wie keine logistische Unterstützung. Wir haben keine Verstärkungen und nur ein einziges Nachschubschiff. Wir operieren hier in einem feindverseuchten Gebiet, also richten Sie sich auf schwere gegnerische Angriffe ein. Diesmal stehen die Chancen schlecht für Sie, Pilot. Ach, das wird alles gut. So, weiter geht's nicht. Dann werden wir jetzt ja unser Missionsbriefing bekommen. NTT Graal. Eine GTT Argo. Naja, mal sehen. GTF Irenis? Ja, irgendwie sowas. Sieht hübsch aus. War das nicht das Schiff, was diese Elite-Flieger-Typen hatten? Ich meine ja. Naja, was steht denn da oben? Wieder Blitz. Unsere Mission? Sie wissen, wozu Sie hier sind. Also gehen wir gleich an die Arbeit. Unsere Aufklärer haben eine Pharos-Navigationsboje geortet. Nicht weit von der Stelle entfernt, an der Snipes Nachricht empfangen wurde. Ihre Staffel wird an dieser Position mit ihrer Suche nach der Graal beginnen. Nehmen Sie Kontakt mit Snipes auf, wenn möglich. Sein Transporter wurde schwer mitgenommen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er bereits tot ist. Oh, das wird nicht so gut. Dieser Sektor des Nebelgebietes ist extrem aktiv. Die Aufklärer berichten von schweren elektromagnetischen Interferenzen, die Sensoren und Funk gleichermaßen lahmlegen. Diese Bojen sind unsere einzige Chance, Snipes und die Graal zu finden. Der EM-Sturm macht es fast unmöglich, ein Raketenziel zu erfassen. Wir empfehlen daher eine Zuladung aus Tempest und Rock Eyes. Merken wir uns mal, Rock Eyes benutze ich nicht, da benutze ich lieber Tempest. Wir sehen hier Nav-Bojen, so sehen die aus. Gut, Solarpanels, ob die im Sturm was bringen, sei mal dahingestellt, aber sie sind dran. Erst wenn sie Snipes gefunden haben, rufen sie Lambda 1. Das ist sehr wichtig. Alarmieren Sie das Rettungsschiff nicht zu früh. Unser Transporter dockt dann an der Graal an
und holt die Überlebenden raus. Sie müssen ihnen etwas Zeit zum Umsteigen verschaffen. Gute Jagd. Ja, Schiffwahl. Genau, hier. GTF. Irenis. Mir egal. Schwere Angriffsjäger. Ja, Geschwindigkeit. Manövrierbarkeit mittelmäßig. Panzerung stark ist gut. Lasersockel 2. 4-4. Hat also 8 Kanonen, also 8 Ausgänge zumindest insgesamt. Raketenlaufwerten sehen auch ganz ordentlich aus. Hersteller Triton Dynamics sagt mir nichts. Was ist da denn dran? Subach. Ne, mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Besonders nicht, wenn wir hier die gute Prometheus-Geschütze haben. Die guten. Dann basteln wir die da nochmal dran. Was haben die uns hier reingepackt? Genau, Tempest-Raketen. So hätte ich das auch vorgeschlagen. Hier müssten wir sehen, genau, 8 Ausgänge hat das Ding. Ja, starten wir mal. Ja, man hört die echt gut. Klappe halten, Pilot. Das gefällt mir nicht. Könnte mein HUD mal aufhören? Ich glaube, ich habe da eine Boje gefunden. Ja, wir werden uns die Boje mal angucken. Ja, es ist ein bisschen schwierig, hier herum zu navigieren. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Hallo du. Das ist die, die wir kennen. Muss doch irgendwo noch einer sein. Nein, die will ich nicht wieder ins Visier haben. Nein, nicht die. Jede nur nicht die. Ja. Und hier soll man was finden, oder wie? Das wird schwierig. Finden Sie die Naftbojen. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Wo sind meine Kameraden? Dann fliegen wir mal lieber zu denen wieder zurück. Hui, die Waffen gefallen mir aber. Jetzt müssen wir das Ding nur noch für den Rest des Spiels behalten dürfen. Naja. Also da war doch gerade was, oder? War da was? Habe ich mir das eingebildet? Kann doch nicht sein. Fliegen wir mal da in die Richtung. Ich habe mir bestimmt was eingebildet. Aber was soll's. Nee, das bringt mir überhaupt nichts. Ich sehe doch hier nichts. Warum hilft mir denn niemand? Los, macht was. Da ist doch die Boje. Hier, da. Komm her. Da muss doch irgendwas mitgehen. Juhu, wir sind durchgeflogen. Wie ist das denn passiert? Ja, ich bin gerade ein wenig ratlos. Auf Sicht fliegen ist ja auch nicht. Ja, Moment, da hat doch gerade was geblinkt. Da ist doch was. Oder es ist nur das was Rotes. Das ist schon mal gut. Pharos. Hier, da sind welche. Ey. Nix hier. Was bist du? Ah, Shivana. Da kann der Spaß ja losgehen. Ja,
Ich war ohne Visier schon immer besser als mit. Irgendwie. Frag mich nicht. Tja, und da fliegt er in die Luft. Wir sind auch ein bisschen überbewaffnet. Aber davon mal abgesehen. Hey, ihr habt einen getötet, das geht doch nicht. Ist was. Haben. Ach, jetzt spring doch nicht immer, das ist doch nervig. So, einer hin. Da sind noch mehr. Mhm, noch einer weg. So, jetzt muss ich nur die nächste Boje finden. Eben war doch hier eine, oder nicht? Da! Hallo Boje. Heul Boje. Ja, wo gibt es die nächste? Das wollte ich nicht. Ja. Nee. Warum? Da sind drei Striche. Kann ich nochmal alle Bojen sehen? Genau, dann müsste da die nächste sein, hoffe ich. Auf jeden Fall sind da schon mal Gegner. Und da wo Gegner sind, da ist auch eine Boje, wie man sieht. Die Shyvana scheinen die ja anzuziehen. So. Ey. Nix hier, nix hier. Oh, kaputt. Manticores, oder? Ne, Basilisken. Ah, alles das gleiche. Ah, mehr. Ja, wenn das Ding jetzt noch ein bisschen wendiger wäre, wäre es perfekt. Aber man kann ja nicht alles haben. Blitze sind schon sehr imposant. Das muss man dem Spiel lassen. Auch wenn das Video wieder unendlich groß werden wird. Aber das macht ja nichts. So, auch weg. Wir sammeln hier richtig. Das geht doch mal gar nicht. Und weg oder was? Nee, noch nicht ganz. Oh doch. Das, mehr. Da wo mehr Gegner sind, da ist auch richtig. Die scheinen irgendwie selbst hier so ein paar Probleme zu haben, habe ich so das Gefühl. Ich meine, ich wurde jetzt noch nicht großartig angegriffen. Hallo. Teamkamerad. Das bringt doch alles. Ah, da bist du ja. So, Boje. Da haben wir noch einer. Wo ist denn die nächste? Da ist eine, da ist einer. Da sind meine Leute. Da vielleicht. Mal sehen. Ah, da sind auf jeden Fall mehr Feinde. Ey, nix hier. Lass die mal schön im Visier. Ah, da wird schon wieder geflogen und vernichtet. Und das ohne mich. Das kann ich doch nicht zulassen. Ah, da bist du. Dich habe ich gesucht. Glaube ich. Ja. Ist schon ganz nett hier. Kriegen wir mit der Zeit Schaden von den Blitzen? Naja, wer ist jetzt nicht verwunderlich. Da hinten scheint auch irgendwie was zu sein. Ja, ich fliege im Moment per Radar. Das ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach, wie ich es gern hätte, aber da scheint nochmal wieder was zu sein. Ah ja, Cancer 5. Hallo Cancer 5. Irgendwann muss das doch hier mal zu Ende sein, oder? Boah, das Ding hat einen Wumms. Ich weiß ja nicht, wie viel ich noch vernichten soll, aber... Boah. So, hier muss dann noch irgendwo so ein Radardingens sein. So ein Radar gestrüppt, da hätten wir es. Mussten die so viel Bojen ablassen? Wäre das nicht auch einfacher gegangen?
Ja, jetzt darf ich wieder im Radar suchen. Ich glaube, hier drüben war was. Könnte ich nochmal so eine... Genau. Ist da oben? Nee. Ja, wie gesagt, nicht einfach. Aber habe ich da gerade... Sehe ich da was blinken? Ja, ich... Nee, das ist das. Dahinter ist aber... Wie, dahinter kann doch gar nichts sein. Da vielleicht? Nee. Es verwirrt mich. Da sind irgendwie zwei nebeneinander, scheint das. Das haben wir und das haben wir. Nee. Irgendwie scheint dahinter was zu sein. Ich weiß es doch nicht. Fliegen wir mal in die Richtung. Kann ja nicht schaden. Im schlimmsten Fall kommen wir zurück und finden nie wieder... Da war doch grad was. Da war... Ey. Da. Meine ich doch. Ja. Wenn ich erstmal den Pott finden dürfte, hätte mir schon weitergeholfen. Ja, jetzt habe ich drei Bojen. Ah, dahinter ist noch einer. Hier hinten muss noch eine sein. Aber die hatten wir bestimmt auch schon. Nee. Warte mal. Was ist das? Könnte ich das bitte nochmal bekommen? Unten, 1000 Meter. Dahin. Oder verliere ich die nur immer wieder auf dem Radar? Ich meine, das ist ja die NB3 und wir sollten ja vermutlich mehr finden. Was haben wir da? Die NB1. Das wird die 3 sein. Und da hinten haben wir NB1. Nee, NB1 will ich ja nicht. Ich sehe da ab und zu NB4 aufblinken. Ah, da. Ja, da müssen wir dann hin. Vielleicht sollte ich auch auf die Nummern achten. Das erleichtert das Ganze bestimmt ungemein. Naja, dann suchen wir gleich die 5 und dann sind wir hoffentlich da, weil mich das ankotzt. Moment, da. Da bist du doch. Das geht doch nicht hier. So, die NB4. Wenn ich jetzt noch die NB5 haben könnte, wäre ich glücklich. Wo finden wir dich? Hier hinten war doch was. Ich habe es ganz genau gesehen. Könnte ich nochmal Interferenzen bekommen? Boah, das dauert. Mehr. Da war auch was. Ah, ich lasse mich von allem ablenken. Das was und da und ich will auch nur was ins Visier nehmen. Das war die 4. Ja. Boah, geht mir das gerade auf die Nerven. Habe ich gar keine Worte für. Warum muss ich überhaupt hier alleine suchen? Könnt ihr nicht auch mal was machen? Fliegen wir ein bisschen in die Richtung. Ja, die da hinten haben wir ja schon. Das ist die. Nee, jetzt hat er wieder die 4 ins Visier genommen. Warum ist die 4 schon wieder lila? Das ist der erste. Es ist zum Haare ausraufen. Oder ausreißen. Leute, macht doch mal was hier. Das war wieder der 4., den ich hier gerade kurz im Visier hatte. Das ist nicht einfach. Hier haben wir also den 4. Was passiert, wenn ich mich da genau einfach mal reinstelle? Okay, wir sind ein bisschen träger, aber das macht ja nichts. Hier hinten hat er gerade was geblinkt auf dem Radar. Was war das denn gerade? Das hätte ich gerne nochmal, was da oben an der Seite war. Los, mach schon, Spiel.
Ja, das ist wieder der Vierer. Den will ich doch gar nicht. Vierer? Du gehst mir auf die Nerven. Und warum bist du so komisch farbig? Das geht doch nicht. Also es gibt da auf jeden Fall was, wie es scheint, irgendwo. Theoretisch soll es... Ja, die beiden. Und dann irgendwie in die Richtung anscheinend. Hierhin. Na, mal sehen. Das ist aber auch schwer zu erkennen, wer sich das wohl ausgedacht hat. Aber da sind auf jeden Fall welche. Das will mir schon wieder gefallen, weil das heißt, wir sind anscheinend ansatzweise richtig. Da finde ich schon, dass die Waffe viel zu viel Schaden macht und was ist mit denen? Naja, mir könnte es egal sein, aber... Lass die mir übrig, lass die mir übrig! Nein, ich muss doch nach Abschüssen geifern. So, ja, den nächsten bitte. Ah, den nächsten. Hör auf zu gewittern, dieser ganze Scheiß hier. Ne, 2, 4, kann doch nicht richtig sein. Hier war doch eben einer. Ne, 4 nicht. 5. Da weiter vorne ist vielleicht noch einer. Mal sehen. Fliegen wir einfach mal hin. Kostet ja nichts. Ich hätte doch gerade was. Gib ihn wieder. Hör auf zu gewittern, der. Da. Angeblich. Haben. 4, 6. 6 ist da hinten. Da wollen wir hin. Könnte das jetzt endlich mal zu Ende sein? Das ist ja wie Schnitzel, ja. Die Frage ist nur, wer... Okay, wir wissen, wer das Schnitzel ist. Die Gralle ist das Schnitzel. Ja, schön viele Satelliten, die ich nicht, von denen ich gar nichts mehr wissen möchte, wegen denen ich nichts mehr auf meinem Radar sehe. Ja, wir müssten mal ganz sachte hier so ein bisschen rumfliegen und gucken, ob irgendwo was aufblinkt. Da habe ich noch gerade was gesehen, oder? Ist das denn die Möglichkeit, dass da was sein könnte? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier Feinde, die mich ablenken sollen, wie es scheint. Da hinten. Dann gehen wir da noch mal vorbeigucken. Na ihr? Es hilft mir übrigens überhaupt nicht, dass die hier rumfliegen. Das macht das Ganze nur noch schwerer, weil gleich muss ich den 7. Satelliten wiederfinden. Ja. Hier, die kaputt. Dankeschön. Ja, den Satelliten wiederfinden, den Satelliten, der nicht, da sind noch 5 andere. Och man, ich will auch nur den Satelliten. Was ist das denn hier? Das ist 6. 6 ist blöd, da waren wir schon. NB1, ja, 10.000 mittlerweile weit weg. Muss doch irgendwo das Ding sein. Nee, da muss auch irgendwie... Warte mal, was? Dürfte ich bitte nochmal? Nee, das ist wieder 6. Und 2 Dinger leuchten. Die Frage ist, wo wir jetzt hier hin? Ich glaube, wir fliegen mal hier hin. Na, was gibt's da denn Schönes? Da war doch gerade was. Das sind auf jeden Fall Feinde. Wenn das wohl Feinde sind, da ist gut. Da sind wir richtig. Da sind wir schon gar nicht so verkehrt. Theoretisch. Außer hier patrouillieren zufällig unendlich viel davon rum. Was mich nicht überraschen würde. Aber. So,
Hier soll irgendwo was in der Nähe sein. Wir finden dich. Warte, wir gehen hier hin. Da sind auf jeden Fall noch mehr Feinde. Boah, jetzt muss es doch mal langsam soweit sein. Das kann doch nicht mehr angehen hier. Ich habe keine Lust mehr auf den roten Kack hier. Wenigstens wurden wir noch nicht zerstört. Das kommt bestimmt gleich erst noch. Zerstören sie mit ihrem lustigen Jäger eine Lucifer oder eine Sephiroth oder ich weiß auch nicht. Irgend sowas kann man sicher ausdenken. So. Theoretisch ist da was. Die Frage ist nur, was ist da? Ist es nah genug dran? Und da könnte auch noch was sein. Sieben. Sieben ist spitze. Aber bitte sagt mir nicht, dass das mehr als 10 Stück sind. Weil dann muss ich durchdrehen und jemanden vernichten. Oder so ähnlich. So, 7. Radar, hör mal bitte auf. Genau so. Fliegen wir ein bisschen in die Richtung weiter. Da scheint was zu sein. Ja, da ist irgendwas, aber ich bin nicht. Ja, da ist 6. Okay, dann machen wir wohl eine Wende und fliegen wieder in die Richtung. Siebener, bitte komm zurück, genau. Und dann fliegen wir mal in die andere Richtung. Da unten gibt es anscheinend was. Mal sehen. Ja, EMP, ich weiß. Da sind Feinde. Schon mal wieder ganz nett. Ah. Ich hab, Lambda 1, bitte komm. Ich mach mal eben Kram kaputt, glaube ich. Idiot. In Ordnung, Snipes hier. Ich hoffe, Sie haben einen Transporter mitgebracht. Ja, so ähnlich. Ich tüte erstmal Bomber, wenn niemand was dagegen hat. Sie haben Glück, dass wir Sie gefunden haben, Snipes. Was ist denn hier draußen passiert? Ja, ich höre schon. Es taugt alles nichts hier. Wie viele Überlebende? So. Ja, ich habe keine Kontrolle über meine... über meine Dinger. Ja, aber das habe ich als geheim eingestuft für jeden, den das nichts angeht. Und solange sie uns hier nicht raus... Ich sag's nochmal... Irgendwo kommen Gegner, irgendwo kommt Bomber. Nein, das passt mir gar nicht. Ah, warum müssen meine Sensoren nur so anfällig dafür sein? Warum gibt es keine EMP-abwehrenden Schilde? Okay, wahrscheinlich gibt es die, aber nicht für diese großen Ladung. Was war das? Boah, wo kommt denn der ganze rote Rotz jetzt her? Hier, friss Raketen! Da war was, da war auch. Ich weiß nicht, und da ist noch mehr und wir müssen Lambda 1 beschützen und geht das hier alles in die Hose und alles Waffen umsonst und Raketen. 27 Abschüsse. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich konzentriere mich jetzt darauf, einfach roten Kack kaputt zu machen. Überlebende sind an Bord, Sir. Ja, springt weg, springt bloß weg. Ich will hier raus. 25 Evakuierung abge. Ja, ich soll zurück. Danke. Das nehmen wir sofort. Hier, scheiß auf die Jäger. Zurück zum Stützpunkt. Wir sind schon dabei. Also, schwerer Jäger, top. Der Rest, Rotz. Was ist das denn schon wieder Tolles? SEK-Abzeichen habe ich doch schon eins. Herzlichen Glückwunsch, Pilot. Sie haben mein Leben gerettet. Und dafür schuld ich Ihnen was. Wenn ich bei den Lamettenträgern mehr Einfluss hätte,
würde ich ihnen eine Dienstmedaille verleihen lassen. Aber die Dinger verteilt das Oberkommando nicht mal so eben. Sie mussten sich nicht freiwillig melden für diesen Einsatz, aber ich bin verdammt froh, dass sie es getan haben. Eine wichtige Lektion am Rande, das Sondereinsatzkommando hat mich nicht wegen meinen treuen blauen Augen gerettet, sondern weil ich wichtige Informationen habe. Informationen sind das Einzige, was einen hier draußen am Leben erhält. Ich schlage mich jetzt zum 99. durch. Da wartet mein nächster Auftrag. Und ich glaube, wir könnten sie gut dabei brauchen. Ich habe das schon mit dem Oberkommando abgeklärt. Also liegt die Entscheidung bei Ihnen, Pilot. Ich hoffe, Sie tun das Richtige. Ja, wir werden auch das Richtige tun, aber das erst beim nächsten Mal. Ja, bei einem viel zu langen Einsatz, der sehr, sehr langweilig war und wir haben nach Satelliten gesucht. Schneide ich das vielleicht zusammen? Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.